Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Sie? Ich hatte gesagt, 2 Bier und um 22 Uhr zu Hause sein. Ich? Ach, so rum war das. Vögeln sollte man täglich frisches Wasser geben. Ein Bekannter von mir hat einen Sorgerechtsstreit verloren. Das ist bitter. Jetzt hat er die Kinder. Wie mein Computer mich immer noch fragt, ob ich ein Roboter bin, obwohl er mich jeden Tag beim Masturbieren sieht. Die einzige Fee, die existiert, ist die Kaffee. N24 ist auch der einzige Sender, der es schafft, einen Revierkampf von zwei Ameisenbären zu kommentieren, als wäre es der Undertaker gegen Brock Lesnar. Beim Anziehen meines Pullovers fast eingeschlafen, weil es kurz dunkel wurde. Mehr muss man über meinen morgendlichen Zustand nicht wissen. Drei Dinge, die ich mir immer zu viel mache. Hoffnung, Gedanken, Nudeln. Wie würden Sie sich mit drei Worten beschreiben? Ich will immer zu viel. Wie konnte dein Vater aus zwei Eiern so eine geile Torte zaubern? Notiz an mich, ein heißes Backblech sieht aus wie ein kaltes Backblech. Was macht ein Schwarzer auf einem Bauernhof? Alles. Frauen sind wie Dachpappe, wenn du sie nicht richtig nagelst, liegt sie beim Nachbarn. Heiße Omas aus deiner Umgebung wollen wissen, ob du aufgegessen hast. Okay, ein bisschen geil. Na, Tobi, immer noch Jungfrau? Nein, kannst ja deine Schwester fragen. Ich hab doch gar keine Schwester. Dann warte mal 9 Monate. Gestern mit meiner Freundin in der Bar. Kellner, möchten Sie ein Bier für Ihre Freundin? Ich? Klingt nach einem fairen Tausch. Sie? Was? Kellner, was? Ich, was? Mit einer Frau zu diskutieren ist wie Schlammwrestling mit einem Wildschwein. Nach Stunden stellst du erschöpft fest, die mögen das. Auf dem Infozettel vom Hustensaft stand, dass man nach der Einnahme keine schweren Maschinen bedienen soll. Masturbieren fällt heute also aus. Wie entscheidet Ariel eigentlich, welche Meeresbewohner ihre Freunde und welche ihre BHs sind? Leute, die ständig nach Bestätigung lechzen, sind schrecklich, oder? 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 Und Sie sind? Schwer vom Begriff. Wir melden uns. Bei wem? Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.